Hallo und willkommen zurück zu Alan Wake. Ja. Sind wir stehen geblieben und machen weiter. Es gibt die Wunde. Klingt ja gut. Fängt ja wirklich gut an. Alter, was ist hiermit passiert? Ist ja gar nicht aufregend. Also, aufregend, genug, was er will. Lauf! Kalt! Ich hoffte, Maine würde mir ein Auto leihen. Ganz kurz am Köpfchen kratzen. So. Oh, vielen Dank für diese mitfühlende Stellungnahme, Lorna. Oh, das ist aber eine Überraschung. Der berühmte Schriftsteller Alan Wake ist gerade reingekommen. Mal sehen, ob er mir ein Interview gibt. Ich krieg ein Interview. Kommen Sie, Mr. Wake. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown! Gehen Sie weg von Maine! Lassen Sie ihn! Hey, 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 immer mit der Ruhe! Stecken Sie die Waffe weg, wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale, wir haben ihn! Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Ich krieg sie schon noch! Und wenn ich dabei draufgehe, kapiert? Ja, Sie kapieren schon, H.P. Lovecraft! Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich Maine nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Cops loswerden und das Bergwerk selbst finden. Nightingale starrte durch das kaputte Studiofenster in den dunklen Wald. Er drehte sich um und wollte nach draußen, doch Maine griff nach seinem Arm. Mann, sie hätten mich beinahe erschossen. Man legt nicht einfach so auf einen Menschen an. Was ist ihr Problem? Nightingale riss sich los und ging nach draußen. Auf seinen Wangen brannten Zorn und Erniedrigung. Was ist los mit den Typen? Komm.
Nimm! Oh, ich hab ne Waffe. Ich hab ne Waffe, Bock. Da ist nichts. Nicht wechseln, lädt sich auf. Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Ja, aber wieso? Was soll ich damit? Kommt jetzt hier noch irgendwas Großes? Nee, komm. Och, uff. Also muss ich ja bei dem bleiben. Ich kann ja nicht da hinten hin. Jetzt schaue ich von der Zeit nicht. Er hat ja irgendwie null Ausdauer. Sarah vertraute ihrem Bauch und der sagte ihr, dass Agent Nightingale ein Arschloch war. Etwas an ihm stimmte nicht, und zwar nicht nur die Alkoholfahne. Etwas daran, wie er mit der Marke wedelte, auf seinen Rang pochte, an dem Blick, wenn er antworten wollte. Wo war Alan Wake? Wie war das mit dem Unfall? Wo steckte seine Frau? Und vor allem, wieso hatte sie Wake gehen lassen? Ihre Fragen ignorierte er. Bundesangelegenheit, sagte er nur. Ja. Bundesangelegenheit. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Alan.
solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Nur vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Das Rohr löste sich aus dem stählernen Brückengerüst. Von Dunkel umhüllt schwebte es in der Luft und zuckte spastisch. Einen Moment lang verstand ich nicht, was ich da sah. Das schwere Objekt taumelte auf mich zu, von unmöglichen Kräften bewegt. Ich warf mich aus seiner Bahn, doch nur um Haaresbreite. Als ich meine Taschenlampe anstellte, bäumte es sich in finsterer Raserei auf und flog wieder auf mich zu. Was ist los, Alter? Ich verstehe nicht den Game. Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Okay. Da ist eine Leiter, Alter. Uff. Angriffen von Metallsachen. What the fuck? Angriff der Killerbrücke. Einfach viele Granaten schmeißen und dann ist gut. Dunkelheit greift auch mit allen an. Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Ich bin mal gespannt, was die rauskommt. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher. Schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher.
Dunkelheit kommt näher. Shotgun raus in seinen Büchern lebendig wurden. Gib ihm. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher. Schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein. Und sie rückte näher. Ich habe gerade hier wieder ausgesammelt, ne? Oder war ich wieder blind? Nee, kein Leuchtfackeln, okay. Was atmet hier immer so? Oh, hier kommt viel Leuchtfackeln. Ist das vielleicht gleich irgendein Boss halt oder? Die Dunkelheit kam auf mich zu, saugte alles auf, was nicht nied- und nagelfest war, zerrte an meiner Kleidung. Ich sah die Leuchtfackel, die der Entführer fallen gelassen hatte, und warf mich darauf, als ich spürte, wie meine Füße vom Boden abhoben. Die Dunkelheit umschlang mich wie ein Tornado. Irgendwie konnte ich die Fackel entzünden. Die Dunkelheit brüllte und stieß mich fort. Ich fiel in Richtung des dunklen Sees tief unter mir. Ich will das haben. Ich glaube einfach, den ist langweilig. Den ist da einfach langweilig, mehr ist das nicht. Uff. Soll ich das Ding aufmachen und jetzt mal alles, was ich kann hier? Und damit ein fucking Schaufelding an da.
Lacht sie auch so, Lachgaswagenfahrer. Ich bin voll in Batterien. Mich der Sonnenaufgang so gefreut. Wir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Ja, und ob wir sie finden und alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von Alan Wake. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.